Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Spielen von Swansea City. Bevor wir so richtig in das gerade frische neue Jahr 2020 reinstarten, mit dem 20. Spieltag zu Hause gegen Newcastle, kurz vorab, wir sind jetzt natürlich Anfang Januar in der neuen Transferphase und ich habe jetzt offscreen schon mal soweit die gescouteten Spieler, wo unsere Scouts ja wirklich die ganzen Monate unterwegs waren und gescoutet haben, ein bisschen ausgefiltert und alle die für uns, meiner Meinung nach, interessanten Spieler auf die Wunschliste gepackt. Und zwar, die öffnen wir jetzt mal, und zwar sind da eigentlich nur noch, fast nur noch Spieler, dessen Verträge auslaufen, plus die Spieler, die wir mittlerweile ja auch schon verpflichtet haben, wie Karius und Forster Cascade. Die können wir zum Beispiel leider Gottes nicht mehr aus der Wunschliste löschen. Ein paar Ausnahmen gibt es, wie zum Beispiel Adam Henley. Ein paar walisische Spieler habe ich hier auch noch mit auf der Liste gelassen. Aber der große Teil besteht entweder aus Talenten oder aus Spielern, dessen Verträge auslaufen. Und zwar, wir gucken mal ganz kurz vorher, vielleicht nochmal ganz kurz, also wirklich ganz, ganz kurz, in den Kader. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt. Wir gucken mal. Ich sag schon wieder kurz. Nein, es wird mal wieder nicht kurz, sondern bei mir sind Transferphasen eigentlich nie kurz. Ist aber egal. Erstmal die Sache, Ashley Williams und Forster Cascade fallen jetzt erst noch mal ein paar Wochen aus. Da ist vielleicht auch eine Überlegung, uns für diese Phase noch einen Spieler für die Defensive eventuell auszuleihen. Denn in der Innenverteidigung wird es so langsam eng. Denn wir müssen schon unseren jungen Dominic Loy mit auf die Bank setzen. Oder was auch noch eine Option wäre, wäre natürlich Regan Poole, den wir momentan verliehen haben, an Nottingham Forest zurückzuholen. Oder ganz alternativ, um Titi wieder in die Innenverteidigung zu stellen und Ben Davis spielen zu lassen. Das wäre natürlich auch noch eine Methode. Trotzdem, unsere Defensive ist momentan nicht so unbedingt bestens besetzt. Mir kommt jetzt gerade so eine Idee. Wir könnten Regan Poole tatsächlich schon mal vorzeitig zurückholen und versuchen, McHughes zu verleihen, von dem ich noch nicht so überzeugt bin. Ich weiß, bei seiner Verpflichtung waren sehr viele skeptisch von euch, aufgrund seiner Körpergröße. Für einen Innenverteidiger mit 1,71 nicht die Idealmaße, das ist mir schon klar, aber er hat halt eine ungeheurige Sprungkraft, 87 und Stärke 88, bei so einer geringen Körpergröße, Kopfball auch 82. Aber dafür ist er mir ehrlich gesagt doch nicht ganz so gut. Und Stellungsspiel vor allem. 34 nur. Ah. Hat die letzten Spiele ja als Außenverteidiger gespielt, wo er mir überhaupt nicht gefallen hat. Wisst ihr was? Wir versuchen, die Idee ist mir jetzt gerade so ganz spontan gekommen, wir versuchen ihn mal zu verleihen. Und sollte sich ein Leihverein finden, dann werden wir Regan Poole zurückholen. Ich denke, das ist noch eine ganz gute Option. Da müssen wir eventuell jetzt in der Winterpause im Wintertransferfenster gar nicht aktiv werden. Wo wir aktiv werden müssen, ist im Tor, denn Christopher Nordfeld hat ja schon beim letzten Mal ein Angebot bekommen. Und zwar von Norwich City, unserem letzten Gegner. Die haben, glaube ich, 1,8 Mille geboten. Da ist jetzt auch kein großer Handlungsspielraum, deswegen müssen wir ihn auf jeden Fall verkaufen. Mal gucken, ob sich Nordfeld da einigen kann. Ich denke mal, wir werden jetzt im Winter eine neue erfahrene Nummer 2 verpflichten. Vielleicht auf ähnlichem Level wie Nordfeld selber. Vielleicht auch so um die 30 rum, dass er auf jeden Fall schon so ein bisschen Erfahrung mitbringt. Soll auf jeden Fall kein Konkurrent für unsere Nummer 1 Loris Karius sein. Wo ich mich ebenfalls zur neuen Saison gerne verstärken würde, wäre hinten rechts. Forster Cascade normalerweise da natürlich gesetzt. Norton muss ihn momentan dort erstmal vertreten. Aber Norton hatte ja vor ein paar Wochen ein Verlängerungsangebot abgelehnt, wo er deutlich, deutlich mehr Kohle haben wollte, was mir zu viel war. Deswegen werden wir ihn wahrscheinlich zum Anfang der neuen Saison verkaufen. Und deswegen würde ich da gerne ablösefrei einen neuen Rechtsverteidiger ranholen. Wobei wir holen auch noch Emre Can, der kommt da auch zur neuen Saison zurück. Den als Rechtsverteidiger Backup benutzen, das könnten wir natürlich auch tun. Vielleicht brauchen wir gar keinen
Rechtsverteidiger. Wobei, wir sind natürlich in der Champions League. Und da können wir natürlich auch einen großen Kader gebrauchen. Ich denke, wo wir keine Verstärkung brauchen, ist im Zentralmittelfeld. Gerhard, Barkley, Lemina, Shelby, Emre Can, der zurückkommt, Danny Rauschenberg als Talent, das noch zurückkommt, den wir höchstwahrscheinlich nochmal verleihen werden. Und unser Supertalent aus der eigenen Jugend, Russell, ist ja auch noch da. Also ich denke, hier im Zentralmittelfeld, das ist die Position, wo wir auf keinen Fall einen neuen Spieler brauchen. Wo ich gerne noch einen neuen Spieler holen würde, ist wahrscheinlich hier auf dem rechten Flügel. Habe ich, glaube ich, am Ende des letzten Partes gesagt. Da würde ich sehr gerne noch so einen richtigen Hochkaräter holen. Redmond weiß immer noch nicht so zu überzeugen. Nathan Dyer wird auch nicht jünger. Ich denke, da können wir noch einen ranholen. Thompson haben wir als Megatalent für den linken Flügel. Gray, der auch noch als Leihspieler zurückkommen wird. Und Ayu. Ich denke, da sind wir auch ganz gut aufgestellt. Und auch im offensiven Bereich Icardi, Tofolo Jr., Osako, Paulsen haben wir auch noch. Gomis wird uns am Saisonende höchstwahrscheinlich verlassen. Britton wird seine Karriere auch noch beenden. Ich denke mal, Paulsen können wir vielleicht auch zur neuen Saison. Ich zitter überhaupt nicht und ich bin auch überhaupt nicht nervös. Auf jeden Fall, Paulsen könnten wir vielleicht verkaufen und dann nochmal einen neuen Stürmer zu verpflichten. Aber das machen wir eigentlich alles eher zur neuen Saison. Jetzt im aktuellen Transferfenster, wie angesprochen, möchte ich eigentlich nur einen neuen Ersatztorwart holen, sobald Nordfeld verkauft ist. Und ja, ansonsten eigentlich gar nichts, ne? Und zur neuen Saison halt schon mal vorzeitlich eventuell einen Rechtsverteidiger und halt einen neuen Starspieler. Einen richtigen Hochkaräter würde ich noch gerne holen. Vielleicht auch einen Offensiv-Allrounder, der auch vielleicht hier auf der Sigurdsson-Position spielen kann. Oder vielleicht auch ganz vorne drin. Und da ist mir ein Spieler, der auf der Wunschliste bereits steht, schon besonders ins Auge gefallen. Ein weltbekannter Spieler. Und ich weiß nicht, wie realistisch das wirklich wäre. So, aber gehen wir jetzt nochmal kurz auf die Wunschliste. Ihr merkt schon, Transferphase, die Parts werden wieder ein bisschen Überlänge bekommen. Zumindest dieser erste hier. Weil ich ein bisschen meine Vorgehensweise noch erklären möchte. So, und als Rechtsverteidiger Backup ist mir ein Spieler auch besonders aufgefallen, dessen Vertrag ausläuft, nämlich der von Kevin Trippier von den Tottenham Hotspurs. 29 Jahre alt. Wie gesagt, da möchte ich gerne einen erfahrenen Backup mit 29 Jahren und genügend Premier League Erfahrung ist Trippier da eigentlich der perfekte Mann hinter Foster Cascay, den man bedenkenlos einfach mal in die Partie schmeißen kann. Momentan bei Tottenham auch nur Backup hinter Kyle Walker als Rechtsverteidiger. Ich glaube, bei uns würde er sogar noch häufiger zum Einsatz kommen. Ausdauer 96. Holy shit, das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe selten einen Spieler gesehen mit so einer hohen Ausdauer. Beide Arbeitsraten hoch, was mir grundsätzlich auch immer sehr gut gefällt. 1,79 für einen Außenverteidiger, optimale Körpermaße. Kann auch noch weit einwerfen und hat frühes Flanken. Flitzer und Motor. Ich glaube, das wäre wirklich der ideale Mann als Backup hinten rechts. Dann stellt sich aber wiederum die Frage, brauchen wir noch einen Emre Can, sobald er zurückkommt? Ach, wisst ihr was, die Frage können wir uns dann auch dann erst stellen, so weit es sobald ist. Ich glaube, Trippier, der würde einfach, wie ich finde, sehr, sehr gut hierher passen. Wisst ihr was, wir probieren es einfach mal. Kontaktierender Vertragsablauf. Wie viel Gehalt will er denn? 90.000. Können wir natürlich bezahlen. Ich muss erstmal ganz kurz gucken, wie viel Gehaltsbudget wir insgesamt überhaupt noch ausgeben könnten. 8 Millionen Transferbudget haben wir momentan. Wenn man alles Richtung Gehaltsbudget verschiebt, haben wir gerade mal 250.000. Da habe ich ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr gerechnet. So viel ist das gar nicht. Vor allem, wenn wir noch einen neuen Torwart verpflichten wollen. Wobei, Nordfeld bringt ja auch noch ein bisschen Geld ein. Und Grimes, der auf unserer Transferliste schon seit einem Jahr steht, hat auch beim letzten Mal schon ein Angebot bekommen. Von Sheffield Wednesday. Müssen wir vielleicht nochmal kurz gucken, wenn wir die Spieler losgeworden sind, diese beiden hier, wie viel Geld uns insgesamt dann zur Verfügung steht. Denn wir gucken erstmal weiter auf der Wunschliste. Also Trippier wäre schon mal auf jeden Fall eine Option. Zwei Spieler, die ich auch sehr interessant finde für hinten links.
Während diese beiden hier, Desiglio, der Italiener vom AC Mailand, und Baba, Ersatzmann beim FC Chelsea, beide 81er Rating, allerdings auch nur ein Punkt stärker als Ben Davis. Aber trotzdem, hinten links haben wir vielleicht immer noch so eine kleine Schwäche. Umtiti, der das momentan spielt, macht das zwar ganz gut, aber der muss jetzt wahrscheinlich notgedrungen erstmal wieder in die Innenverteidigung zurück, aufgrund der Verletzung von Williams. Aber da sehe ich jetzt nicht so großen Handlungsbedarf. Da könnten wir vielleicht notfalls auch nochmal im Sommer nachlegen mit einem neuen Linksverteidiger. Wie gesagt, ein Rechtsverteidiger als Backup wäre mir da erstmal wichtiger. Und Trippier ist wirklich der perfekte Mann für diese Rolle. So, gehen wir noch ein bisschen weiter. Ist Wolf einer der wenigen Spieler auf der Liste, dessen Vertrag nicht ausläuft, aber den ich dennoch sehr interessant finde. Den Daniel Dattel ja inzwischen auch von der walisischen Nationalmannschaft her kennt. Dann haben wir hier noch Carles Riehl von Aston Villa, 27 Jahre alt. Von Aston Villa, habe ich glaube ich schon gesagt, Vertrag läuft aus. Genauso wie der von Kevin Volland. Beim FC Chelsea scheinen viele, viele Verträge auszulaufen. Wir könnten natürlich noch einen weiteren deutschen Spieler hierher holen. Beide 27, Volland hat einen Stärkepunkt mehr und ist, was Abschluss und allgemein die Offensivwerte angeht, deutlich besser als Riehl, der technisch auf jeden Fall aber der bessere von beiden ist. Aber seine physischen Werte, die sind gegenüber Volland um einiges schlechter. Also ich glaube, da wäre mir Volland schon um einiges lieber. Wie viel Gehalt habt ihr beide denn? Du hast 70.000, Volland wahrscheinlich ein bisschen mehr. 110.000, oh, das könnte schon knapp werden. Ich hatte ja gesagt, eingangs, ich würde gerne einen richtigen Kracher holen. Natürlich sind Riehl und Volland richtig, richtig gute Spieler, die uns auch weiterhelfen würden. Stärketechnisch allerdings genau auf dem Niveau wie Nathan Redmond, der allerdings, das haben wir alle gesehen, noch nicht so wirklich überzeugen konnte. Vielleicht auch mal wieder ein möglicher Abgang wäre. Volland hat den gleichen Marktwert und ist 2 Jahre älter. Also Volland wäre vielleicht auch noch eine Alternative. Und auf den Spieler, auf den wollte ich vorhin schon mal ganz kurz eingehen. Nämlich Gareth Bale. Vertrag läuft in 6 Monaten aus. Allerdings, ihr seht sein Gehalt. 325.000. Und wenn ich ein Hochkaräter sage, meine ich eigentlich so einen Spieler wie ihn. Der teuerste Spieler der Welt. Jetzt kann man natürlich dagegen argumentieren, wie unrealistisch wäre das denn bitte? Ja, natürlich wäre es nicht unbedingt realistisch, vor allem wenn man das jetzige Jahr im wahren Leben sieht, das Jahr 2016, wo er mit Real Madrid um alle 3 Wettbewerbe noch spielt. Aber mittlerweile sind hier ein paar Jahre vergangen. Er ist jetzt 30 Jahre alt. Kennt Daniel Dattel mittlerweile von der walisischen Nationalmannschaft? Da kann man sich natürlich so ein bisschen zurechtspinnen, dass Daniel Dattel ihn so ein bisschen versucht hat zu überreden. Er ist ja mittlerweile bei Manchester United tätig, die aktuell nur Tabellenelfter sind. Natürlich deutlich, deutlich hinter ihren Ansprüchen liegen. Swansea, das hat Gareth Bale natürlich auch mitbekommen und sehr interessiert verfolgt, ist auf Platz 1, wird aller Voraussicht nach, wenn jetzt nicht noch irgendwelche teuflischen Dinge passieren, in der nächsten Saison Champions League spielen. Und da interessiert sich ein Gareth Bale doch schon dafür, vielleicht in seine Heimat zurückzukehren. Swansea City wäre der erste Verein, der erste walisische Verein, der in der Champions League spielen würde. Und ich glaube, ein Bale dann in unseren Reihen zu haben, das wäre doch für ihn selbst und natürlich noch mehr für Swansea City selbst sehr interessant. Manchester United, wie gesagt, nur Tabellenelfter, hinkt den Erwartungen weit, weit hinterher. Swansea im Gegenteil ist den Erwartungen weit, weit voraus. Und da kann man dann vielleicht sich wirklich irgendwie zurechtspinnen, warum eigentlich nicht. Aber das Problem wäre, glaube ich, tatsächlich sein Gehalt. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ihr dazu stehen würdet. Wäre das vollkommen aller Realität, wenn Swansea City einen 30-jährigen Gareth Bale verpflichten würde? Ich möchte erstmal nur gucken, wie viel Gehalt er haben wollen würde. 375.000.
Das wären natürlich unsere gesamten Ersparnisse. Und ich würde wirklich gerne eure Meinung abwarten, aber ich befinde mich aufnahmetechnisch momentan in einer Situation, wo ich noch weiter im Voraus aufnehme als ohnehin schon. Ich nehme jetzt gerade, ich muss mal kurz zum Kalender schauen, am 2. März auf. Wenn ihr diesen Part hier seht, werden wahrscheinlich schon 1,5 Wochen oder so vergangen sein. Deswegen kann ich da nicht mehr auf eure Entscheidung warten, weil ich noch einige weitere Parts im Voraus aufnehmen möchte, weil ich einfach mal ein paar Parts auf Platte haben will und vielleicht mal ein freies Wochenende mir irgendwann gönnen kann. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich würde zwar euch damit gerne in diese Entscheidung einbeziehen. Ihr könnt trotzdem natürlich sehr gerne jetzt eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber ihr müsst euch dessen bewusst sein, er wurde dann eventuell schon verpflichtet oder ich bin von einer Verpflichtung abgewichen, sobald ihr meine Worte hier hört. Denn ich nehme, wie gesagt, noch einige Parts im Voraus auf. Ich weiß nicht, was wir da tun sollen, aber andererseits ablösefrei wäre er auch noch. Das wäre natürlich auch noch ein Faktor, der sehr unrealistisch wäre. Ein Gareth Bale ablösefrei aus Sicht von Manchester United ziehen zu lassen. Aber Louis van Gaal ist ja ein, wie sagt man es, kein einfacher Trainer vom Typen her. Und da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er und Gareth Bale sich vielleicht auch ein bisschen verstritten haben. Er seinen Vertrag nicht verlängern wollte und deswegen sich eventuell sagt, dann ziehe ich eben woanders hin. Und warum nicht ins schöne Wales? Wie gesagt, da könnte er mit Swansea natürlich Geschichte in der Champions League schreiben. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Andererseits bin ich mir auch nicht sicher, selbst wenn wir das finanziell gebacken kriegen sollten. 375 möchte der. Selbst wenn wir das finanziell irgendwie regeln können, ob er wirklich zu uns wechseln wollen würde. Denn ich glaube, bei FIFA ist es halt so, dass das internationale Standing des Vereins auch eine Rolle spielt. Und zwar das Standing vor der Saison. Und da war Manchester United natürlich ein Meisterschaftskandidat und Swansea, wenn es gut kommt, ein Europa League-Aspirant. Dementsprechend würde Gareth Bale einen Wechsel möglicherweise als Rückschritt beachten. Deswegen, selbst wenn das irgendwie realisierbar wäre, bin ich mir nicht sicher, ob er kommen würde. Und selbst wenn, ich muss mal ganz kurz nochmal das ganze Budget auf Gehalt schieben, dann haben wir gerade mal 250.000. Erstmal abbrechen. Sollten wir jetzt noch Grimes und Nordfeld verkauft bekommen, dann würden auf jeden Fall schon mal 65.000 Gehaltsbudget da drauf kommen. Das sollte sich dann sogar noch ausgehen. Wenn die beiden verkauft werden, dann sollten wir Gareth Bale ein Angebot machen können. Allerdings würde das dann wirklich unser komplettes Budget in Anspruch nehmen und wir können keinen weiteren Spieler mehr verpflichten. Auch einen Kieran Trippier nicht mehr. Wir gucken erstmal mal ganz kurz die Liste weiter von Spielern, dessen Verträge auslaufen. Daniel Parejo vom FC Valencia, allerdings zentrales Mittelfeld. Auch ein Spieler, von dem ich extrem viel halte. Aber wie vorhin schon gesagt, in der zentralen Mittelfeldposition brauchen wir eigentlich keinen. Isaac Coffey vom FC Genua, der mir ehrlich gesagt im wahren Leben jetzt nicht so viel sagt, aber seine Werte finde ich sehr interessant, denn die sind extrem ausgeglichen. 28 Jahre alt, kommt aus Ghana. Und natürlich zeigt auch der 1. FC Köln Interesse an ihm. Das kennen wir ja mittlerweile. Aber wie gesagt, gerade auf der Position brauchen wir eigentlich keinen Spieler mehr. Dann noch einen ganz interessanten Mann, Gonzalo Guedes. Oder Geddes? Ich glaube, Geddes spricht man ihn aus. Aus der zweiten Mannschaft des FC Barcelona. 82er Rating, 23 Jahre jung, Marktwert 27 Mille. Spielt beim FCB keine große Rolle, kann auf beiden Flügeln spielen. Arbeitsrate defensiv niedrig, gefällt mir generell ja nicht so gut, aber seine Werte sehen eigentlich ganz okay aus und ist ein Distanzschütze. Wir brauchen ja bekanntermaßen mehr Torgefahr von den Flügeln. Aber wie gesagt,
Ein echter Hochkaräter wie ein Gareth Bale wäre mir da dann doch schon fast lieber. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte es wirklich probieren, Gareth Bale zu verpflichten. Wir warten jetzt erstmal ab, bis wir Nordfeld und Grimes verkauft bekommen. Das Problem dann wiederum wäre, dass wir wahrscheinlich nicht genügend Kohle haben, um noch einen Ersatztorwart zu holen. Müssen wir mal gucken. Babapetschi ist noch einer der wenigen Talente, die ich mit draufgenommen habe vom HSV. 72er Rating. Hier oben links steht 74er Rating. Hier steht 72er Rating. What the fuck? FIFA-Bug, fuck the way. Auf jeden Fall, Baba Petschi, 19 Jahre jung, aber trat Angriff hoch, 5 Sterne schwacher Fuß, 1,65 klein nur. Ich gehe mal jetzt mal von einem 74er Rating aus, das natürlich schon besonders hoch ist für einen 19-Jährigen. Andererseits haben wir gerade auf dieser Position natürlich Gavin Thompson, unser mega schottisches Talent, der noch ein Jährchen jünger ist. Also auch von daher braucht man nicht unbedingt auf der Position nachzulegen. Jonathan Williams habe ich noch auf der Liste. Spielt übrigens eine sehr gute Saison aktuell. Können wir hier in dem Menü leider nicht sehen. Hat, glaube ich, schon 6 Tore gemacht für Crystal Palace, der walisische Nationalspieler. Und noch einen interessanten Mann, der am Anfang der ersten Saison mit Swansea City mir häufiger empfohlen wurde, nämlich Ryan Gold von Sporting Lissabon. Ein junger Schotte, mittlerweile 24 Jahre alt, schwacher Fuß 5 Sterne, kann ZOM, LM und dementsprechend auch RM spielen, 1,65 klein. Ist zwar wirklich ein Standardtalent, aber irgendwie finde ich bei ihm würde er aufgrund, weil wir auch viele schottische Talente mittlerweile haben, ganz gut zum Verein passen. Andererseits, wo wollen wir ihn hinstellen? Er ist zwar offensiv flexibel einsetzbar, wie zum Beispiel auch ein Yuya Osako, aber 79er Rating ist natürlich auch gut, 24 Jahre jung, aber wo wollen wir den noch hinstellen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und wenn ich gerade so ein bisschen drüber gucke, so stark finde ich seine Werte jetzt auch nicht. Im Abschluss ist er relativ schwach. Zweikämpfe nur 29, Grätsche 30. Nee, ich glaube, Vertrag läuft zwar aus und würde wie gesagt gut zu Swansea passen, aber auch da sehe ich mal, glaube ich, von einer Verpflichtung ab. Wenn wir uns dazu entscheiden, oder wenn ich mich dazu entscheide, Gareth Bale zu holen, haben wir sowieso nicht genügend Kohle, noch irgendeinen anderen Spieler zu holen. Und dann haben wir noch zum Abschluss immer das ewige Thema in Sachen Sturm, wo wir mit Icardi ja mittlerweile einen richtigen Torjäger in unseren Reihen haben. Aber vielleicht können wir dort auch nochmal irgendwann nachlegen. Zum Beispiel mit einem Wilfried Boni, der einfach auf der Liste steht, weil er immer interessant ist. Für Swansea sowieso. Kopfball 87, Stärke 94. 31 Jahre alt mittlerweile. Milik, der Dauerkandidat auf der Wunschliste, dessen Vertrag auch noch ausläuft. Oh, interessant. Da könnten wir natürlich auch das Triple perfekt machen und ihn das dritte Mal im dritten FIFA-Karrieremodus hintereinander verpflichten. Aber im Sturm sehe ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt den Handlungsbedarf. Icardi haben wir, Sigurdsson dahinter, Tofolo Junior, Paulsen ist ja natürlich auch noch da, den wir eventuell, ach, da haben wir ihn auch noch auf der Liste zufällig, Josef Paulsen, den wir vielleicht im kommenden Sommer verkaufen können und mit dem Geld vielleicht dann noch einen neuen Stürmer holen können. Aber wir haben noch zwei weitere interessante Stürmer auf der Liste, nämlich mit Martin Braithwaite, der ganz am Anfang unserer Köln-Karriere ein heißes Thema war. Der Mann vom FC Toulouse hat sich damals für den FC Turin entschieden und dort läuft sein Vertrag auch wieder aus. 80er Bewertung. Sehr, sehr ausgeglichene Werte. Wie groß ist der eigentlich? 1,80. Arbeitsrate defensiv niedrig. Nee. Bin ich ja nicht so pralle. Aber seine anderen Werte, die Defensivwerte ausgeklammert, sind wirklich sehr, sehr gut. Die beiden dänischen Nationalspieler könnten sich natürlich dann treffen. Andererseits würde ich Braithwaite wirklich dann nur verpflichten, wenn Paulsen gehen würde. Das zieht also auch nicht. Und noch ein anderer, wahrscheinlich nicht ganz
Realistischer Transfer wäre natürlich Pierre-Emerick Aubameyang. Antritt 96, Sprintgeschwindigkeit 95. Einer der schnellsten Spieler dieses Fußballkontinents. Kann auch auf dem rechten Flügel spielen, 30 Jahre alt mittlerweile, der Mann aus dem Gabun. Und da hätten wir dann wieder die leichte Verbindung zu einem anderen gabunischen Nationalspieler. Er ist übrigens ein eiskalter Torjäger. Nämlich Mario Lemina, sein Nationalmannschaftskollege, wird ihm bestimmt auch das eine oder andere positive Wort über Swansea berichtet haben. Aber ganz ehrlich, natürlich wäre Aubameyang vielleicht sogar noch Alternative Nummer 2. Den könnten wir natürlich auch auf den rechten Flügel stellen. Vertrag läuft natürlich aus. Und der wäre gehaltstechnisch auf jeden Fall eher finanzierbar als ein Gareth Bale. Wollen wir das mal machen? Gareth Bale ist Plan A. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, können wir uns um Aubergine Aubameyang bemühen. Den kennen wir natürlich noch aus dem FIFA 13 Let's Play. Ich weiß nicht, wie viele von euch das verfolgt haben. Aber damals haben wir Aubameyang damals noch beim AS Saint-Étienne angestellt, zum HSV geholt. Und der hat mit Wilfried Banana Boni, der auch auf unserer Liste steht, das Traum-Sturm-Duo gebildet. Das waren noch Zeiten. Schön, schön in Erinnerungen zu schwelgen. So, um das nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, ich habe mich dazu jetzt wirklich entschieden. Gareth Bale ist Plan A. Ein sehr teurer Plan. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen, bemühen wir uns um Aubameyang. Und dann hätten wir vielleicht sogar noch genügend Geld, auch ein Trippier noch zu verpflichten. Und dann müssen wir irgendwie noch zusehen, dass wir uns noch einen neuen Ersatztorwart vom Restgeld anschaffen. Notfalls hätten wir aber mit unserem dritten Keeper Gorman, wobei so stark ist er auch nicht, ne? Den können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen individuell trainieren. 20 Jahre jung, 1,98 groß. Ja, notfalls können wir auch nur mit ihm als zweiten Keeper, glaube ich, durch die Saison gehen. Okay, liebe Freunde, das war jetzt mal wieder viel Gerede und gemacht haben wir im Endeffekt gar nichts. Außer, dass ich euch jetzt nochmal die aktuelle Situation erklärt habe, wie ich sie momentan sehe. Und was wir gerade auch sehen können, 20. Spieltag ist zumindest zeitweise schon gespielt und Arsenal hat verloren. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf. Man City schlägt Crystal Palace und Manchester United mit Gareth Bale gewinnt beim FC Arsenal 1:0. Nottingham jetzt schon fast abgestiegen, die verlieren 0:3 gegen Everton. Norwich Liverpool 1:1 und Sheffield Wednesday macht einfach weiter, wo sie aufgehört haben. Mit Siegen 3:1 gegen Aston Villa. Sheffield Wednesday dadurch wieder auf Platz 6, punktgleich mit Tottenham. Holy, holy shit. Aber worauf ich hinaus wollte, nach der Niederlage von Arsenal können wir unseren Abstand wieder vergrößern. Denn der ist in den letzten zwei Spielen ja von 10 auf 5 Punkte zusammengeschrumpft. So, aber jetzt genügend von dem Gelaber. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht mit dem aktiven Fußball. Und ich würde sagen, Newcastle spielt mal im dritten Trikot. Das kann man am besten unterscheiden. Gucken wir mal kurz, was wir in der Startaufstellung so verändern können. Aufgrund der vielen Spiele, ihr wisst es ja, in den nächsten Tagen müssen wir auch heute wieder ein bisschen rotieren. Ich denke, Gerhard und Barclay werden heute wieder die Zentrale bilden. Ayew kehrt links ins Mittelfeld zurück. Redmond möchte ich ehrlich gesagt mal rausnehmen und gegen Nathan Dyer ersetzen, der im letzten Spiel gegen Norwich City das 1:1 Ausgleichstor erzielt hat, ganz kurz vor Schluss. Und Icardi möchte ich ehrlich gesagt heute mal vielleicht draußen lassen. Ist die Frage gegen Osako oder Tofolo Junior? Tofolo Junior hat im Hinspiel das 1:0 Siegtor geschossen. Im St. James News Park? Was rede ich da? Mir ist gerade der Stadionname entfallen. Ist aber auch egal. Ist die Frage Osako oder Tofolo? Osako hat die bessere Form und hat etwas mehr Ausdauer. Deswegen bringen wir ihn mal ganz vorne rein als quirligen Stürmer. Sigurdsson dahinter. Fernandes ist etwas angeschlagen. Norton auch. Statt Davis können wir vielleicht mal heute Taylor bringen. McHughes bleibt erstmal auf der Bank. Nordfeld
heute vielleicht schon das letzte Mal auf unserer Bank als zweiter Keeper. Lemina, Shelvey, ausdauertechnisch auch nicht so ganz gut dabei. Natürlich jetzt bitter, dass gerade in dieser Phase zwei Defensivkräfte längerfristig ausfallen. Pausen könnten wir natürlich auch mal wieder mitnehmen, wobei wir haben ja schon Icardi und Toffolo Junior. Grimes steht auch kurz vorm Abgang. Also nicht, dass er kurz davor ist zu sterben, so wollte ich es jetzt nicht sagen. Britton können wir vielleicht nochmal mitnehmen anstelle von Lemina, der bekommt mal eine Pause. Shelvey bleibt auch mal mit drauf. Ich denke, das wird die Elf sein, mit der wir es dann heute angehen werden. Wieder heftig durcheinander gewürfelt. Am 2. Januar 2020, das neue Jahr beginnt und damit auch gleichzeitig die Rückrunde. Wir gucken noch kurz auf die Parallelspiele des Spieltages. Die erste Hälfte wurde ja schon gespielt, wie vorhin gesehen. Chelsea spielt gegen Southampton, Redford, Leicester, West Brom gegen Tottenham und West Ham empfängt zu Hause den FC Sunderland. Anstoß 20 Uhr. Wir haben also ein Flutlichtspiel mal wieder am späten Donnerstagabend. 2. Januar 2020. Schiedsrichter ist Michael Oliver im Regen von Swansea. Gehen wir rein ins Liberty Stadium. Die Hinrunde war natürlich alles in einem überragend. Bloß die letzten beiden Spiele, ihr habt es gesehen, das war alles andere als überragend. Die Niederlage gegen Arsenal und vor allem das 1:1 gegen Norwich, wo wir noch glücklich den Punkt geholt haben, waren stark verbesserungswürdig. Es gilt, Wiedergutmachung zu betreiben im heutigen Spiel zum Rückrundenauftakt der englischen Premier League. Matchday Number 20, Swansea City gegen Newcastle United. Und das Stadion sieht bei Flutlicht noch ein bisschen hübscher aus, wie ich finde. Die Stimmung ist klasse, denn Swansea, egal was passiert, bleibt natürlich Tabellenführer. Arsenal hat gepatzt, wie vorhin gesehen, verloren gegen Manchester United zu Hause. Das ist die Chance für Swansea, wieder ein bisschen davon zu ziehen. Und damit wäre die Niederlage gegen Arsenal wieder praktisch annulliert. Aber ein Spieler ist im Fokus auf Newcastle-Seite, Moussa Sissoko. Der hat im letzten Spiel doppelt getroffen, der Franzose. Auf den, aber auch auf die anderen Spieler von Newcastle heißt es aufzupassen. Hier erstmal die Startaufstellung von uns nochmal im Überblick. Neil Taylor rückt rein, Norton bleibt hinten rechts. Umtiti wieder in der Innenverteidigung. Dyer, Barkley, Gerhard, Ayew, das komplett neue Vierer-Mittelfeld gegenüber dem letzten Spiel gegen Norwich. Aber wir müssen rotieren, genauso wie die Magpies. Die spielen mit Dalo im Tor, Janmaat, Dyer, Vertonghen in der Innenverteidigung, Haridara links, Pullback auf der 6, Cabella, De Jong, Sissoko, Evans im offensiven Mittelfeld und Harry Kane im Sturm. Da stellte sich ja vor der Saison die Frage, wollen wir Kane oder Icardi verpflichten? Wir haben Icardi verpflichtet und Kane bleibt der Stammstürmer auf Seiten von Newcastle. Christopher Nordfeld gerade noch mal kurz im Bild gesehen, zuletzt fast vor jedem Spiel groß im Bild gesehen. Wie am Eingang des Parts gesagt, ein Angebot von Norwich ist reingekommen und er wird höchstwahrscheinlich uns auch in diesem Transferfenster verlassen. Aber genügend davon, konzentrieren wir uns auf den Fußball, auf dieses Spiel. Rückrunde ist gestartet für die Schwäne, die ganz in Weiß spielen, von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Newcastle natürlich in der dunklen Spielkleidung mit äußerst hübschen Trikots, by the way. Janmaat, einer von vielen Holländern im Team von Newcastle, genauso viele Franzosen, mindestens genauso viele Franzosen ebenfalls mit dabei. Das ist einer der wenigen Engländer, Evans, Talent aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Haidara, der Franzose, einer der vielen angesprochenen Franzosen, Linksverteidiger, darf erstmal den Einwurf ausführen zu Sim de Jong, aka Céline de Jong. Das ist Cabella, kleiner Wirbelwind, Franzose ebenfalls. Janmaat, der holländische Rechtsverteidiger, spielt Sissoko frei. Karius und dann die Latte. Es beginnt genauso wie in den letzten beiden Spielen des letzten Jahres. Swansea immer einen Schritt zu spät. Harry Kane
mit der zweiten Möglichkeit, sein Kopfball an die Latte. Zu forcig Sokko mit dem gefährlichen Schuss, den Karius parierte. Und Fernandes den Nachschuss, den ersten Nachschuss, noch blockte. Swansea war, glaube ich, nicht einmal am Ball in den ersten 5 Spielminuten. Und Newcastle erarbeitet sich die erste gute Tormöglichkeit. Das ist Ayew mit der Flanke Richtung Sigurdsson. Abgeblockt von Vertonghen, den sie ja schon vor 2-3 Jahren geholt haben. Genauso wie Harry Kane von den Tottenham Hotspurs. Hier nochmal sein Kopfball gegen die Querstange. Da hätte Karius keine Chance gehabt. Gibt die erste Ecke für Gylfi Sigurdsson Richtung Williams. Der kommt da nicht ganz dran. Osako setzt nach. Und Newcastle muss den Ball erstmal unkontrolliert aus dem eigenen 16-Meter-Raum schlagen. Einwurf für die Gastgeber, die erstmal hier fast kalt erwischt wurden vom sehr stürmischen Beginn der Magpies. Jetzt der Superpass von Ross Barkley war es, glaube ich, auf Sigurdsson, der mit dem Volley-Schuss und dann das Foulspiel von Osako. Und der testet Dalot das erste Mal. Also Swansea jetzt nach gut 13 Minuten auch in der Partie angekommen. Aber jetzt erstmal Freistoß für den belgischen Abwehrchef Vertonghen. In der Abwehr, wir haben es ja gesehen bei Newcastle, übrigens auch ein Ex-Span mit Erik Dyer, der seinerzeit bei uns überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Cabella. So, Barkley hilft Gerhard da aus. Jetzt Konterchance, Ayew. Gerhard von hinten in die Beine, in die Wade getreten. Und das muss eine Karte geben. Und zwar rot. Harry Kane schwächt seine Mannschaft nach gerade mal 17 Minuten so ein unnötiges Foul in der eigenen bzw. in der gegnerischen Spielhälfte aus seiner Sicht. Oh, jau. Kommt da zu spät und haut Gerhard von hinten die Beine um. Konterchance verhindert, aber dafür die rote Karte kassiert. Keine 20 Minuten durch. Das dritte Mal in dieser Saison, dass unser Gegner mit einem Mann weniger auf dem Platz agieren muss. Mal gucken, ob wir es nutzen können. Newcastle jetzt sehr tief hinten gestaffelt. Das ist erstmal Barkley. Nimmt Kai Norton mit. Flanke abgeblockt von Evans. Beziehungsweise das ist Evans, abgeblockt zuvor von Haidara. Aber da ja gut mit nach hinten gearbeitet. Im letzten Spiel gegen Norwich das erste Mal die Kapitänsbinde getragen. Und zack hatte er zum ersten Saisontreffer eingenetzt. Ganz kurz vor Schluss. Und Newcastle jetzt nervös nach diesem Platzverweis. Aber jetzt haben sie Platz. Weil Neil Taylor nicht auf seiner Position ist. Cabella läuft ihm davon. Ist ein guter Techniker, aber Taylor holt sogar den Abschluss raus. Schlussendlich dann doch gut verteidigt vom malisischen Linksverteidiger, der zuletzt kaum gespielt hat und von Dani Dattel auch nicht für die walisische Nationalmannschaft nominiert wurde. Und er möchte natürlich zeigen, dass er das besser kann und dass er es wert ist, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ihr habt kurz im Bild gesehen, FA Cup geht bald los. 3 Tage später, kaum Zeit zum Verschnaufen, geht's im FA Cup Runde Nummer 3 für Swansea City los. Wir spielen zu Hause hier an Ort und Stelle gegen den Zweitligisten Brighton. So, jetzt kommt erstmal Osako. Ein bisschen Ballsicherheit gewinnen. Norton. Osako hat keine richtige Anspielstation. Eine Vierer plus eine Fünferkette vor dem Newcastle-Strafraum hat sich da aufgestellt. Und Titi macht jetzt mal einen kleinen Ausflug. Ach, und bleibt dann hängen an Jack Colbeck. Jetzt fehlt er natürlich hinten. Ich bekomme die Taylor nicht ausgewählt. Und Taylor grätscht noch dazwischen gegen Sin de Jong. Halbe Stunde durch. Ich denke, Newcastle wird sich jetzt erstmal wirklich auf die Defensive beschränken. Sigurdsson klaut Dyer den Ball. Sigurdsson. Und das macht er ganz abgewickt. 33. Minute. Swansea führt. Durch den Fehler von Erik Dyer.
Und solche Patzer hat er sich auch noch ab und zu mal bei uns geleistet. Dieses Stadion scheint den englischen Nationalspielern nicht zu liegen. Er verliert den Ball an Sigurdsson und er haut den Ball. Unhaltbar ins Eck. Führung Swansea. Gylfi Sigurdsson. Sein drittes Saisontor. Am Anfang der Saison ja noch nicht so wirklich berücksichtigt von Dani Dattel, weil er nicht wusste, wohin mit ihm. Aber wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile seine Position für unser Spiel gefunden. Und er kommt immer besser ins Rollen. So, Newcastle ohne Stürmer, aber mit dem Rückstand. Jetzt mit dem Rücken zur Wand. Wieder Erik Dyer. Yamat. Cabella. Wenn einer die 1 gegen 1 Duelle sucht, dann wohl er. Sissoko, Barclay dazwischen. Gerhard. Nächste Konterchance. Osako. Gut den Ball mitgenommen. Gegen Vertonghen. Gegen Yamat. Macht das stark. Osako. Barclay setzt nach. Ayu kommt aber nicht dran. Schade. Jetzt wieder die Kontergelegenheit. Cabella. Oh, was für ein Fehler von Neil Taylor. Hat den Ball eigentlich gut erobert. Aber dann wieder den Gegner vorgelegt. Aber Umtiti. Kein Foulspiel. Der Arm, wenn überhaupt, minimal draußen. Und jetzt unterbindet der Schiedsrichter die Partie. Ja, da läuft der Umtiti einfach auf, der Cabella. Konnte der Abwehrspieler nichts für. Sicherlich schmerzhaft. Noch schmerzhafter für Newcastle. Kane verloren, jetzt Cabella verloren. Und es kommt für ihn ein weiterer Niederländer mit Jorginho Wijnaldum. Holländischer Nationalspieler. Vor einigen Jahren vom PSV Eindhoven gekommen. Schiedsrichterball und natürlich weiterhin Ballbesitz für die Gastgeber. Dyer. Guter Ball für Osako. Sigurdsson, wer macht mit? Zurück zu Osako, das Anspielen nicht schlecht. Osako, guter Einsatz vom Japaner. Kommt aber nicht mehr ganz an die Kugel dran. So, noch eine Minute bis zur Pause. Bei Newcastle steht da vorne keiner im Zentrum, deswegen der Ball problemlos abgefangen. Gut gemacht von Barclay, stark nachgesetzt. Osako, Gerhard, Idee war auch nicht so schlecht. Barclay kommt nicht ganz dran, schade. Dalo. Aber die Newcastle-Spieler scheinen, wenn ich so auf die Ausdauer achte, ein bisschen ausgeruhter zu sein. Vielleicht haben die genauso viel rotiert wie wir auch. Dennoch bei einigen unserer Akteure geht die Ausdauer langsam nach unten. Zum Beispiel bei Kai Norton hat hier Probleme mit Aaron Smith zu kommen. Und so kommt Newcastle fast noch zur Ausgleichschance. Zum Glück der Schuss von De Jong zu umplatziert. Sigurdsson, nochmal die Konterchance. 4 Minuten gibt es obendrauf. Nathan Dyer, Gerätsche von Kohlbeck, hat den Ball gespielt. Kein Freistoß, sondern der Halbzeitpfiff im Liberty Stadium. Die ist ja ohnehin nicht so gewohnt sind, viele Tore zu sehen. Deswegen sind sie bestimmt umso zufriedener, dass Sigurdsson getroffen hat zur Pausenführung 1:0 in der 33. Spielminute. Und wir sind jetzt natürlich noch ein Mann mehr auf dem Feld, was nicht unbedingt immer ein Vorteil sein muss. Wir gucken auf die anderen Plätze. Chelsea Southampton 0:1. Das Standbild finde ich übrigens gerade ein bisschen komisch, weil der Regen einfach nicht weiter regnet, sondern auch stehen geblieben ist. Watford führt gegen Leicester 1:0. Tottenham kommen auch immer besser in Fahrt, führen 2:0 bei West Brom und West Ham liegt hinten gegen Sunderland mit 0:1. So, mal kurz auf die Kondition gucken. Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch ein-, zweimal oder vielleicht auch dreimal während der Partie wechseln. Ist nur die Frage, ob wir das jetzt schon tun wollen. Ich denke, wir werden erstmal ohne Wechsel weitermachen. Mitte der zweiten Hälfte dann bestimmt doppelt oder vielleicht auch sogar gleich dreifach wechseln. Aber erstmal ohne Veränderung weiter in die zweite Hälfte. Swansea natürlich immer noch komplett in Weiß. Jetzt allerdings auf das linke Tor zuspielend. Erste Kombination, Sigurdsson, Osako auf dem Flügel, kriegt den Ball nicht zum Mitspieler. Und Newcastle kann wieder kontern, aber der Konter ist schnell verpufft, denn sie spielen wieder hinten rum, über Harry Dara. Sissoko, im letzten Spiel noch Doppeltorschütze, hatte die beste Newcastle-Chance bei der Doppelmöglichkeit
und den Lattentreffer von Harry Kane, der mittlerweile nicht mehr auf dem Feld ist. Barkley, Alter, jetzt läuft auch wieder gegenseitig über den Haufen. Das ist Yuya Osako, überall auf dem Feld zu finden. Osako, gute Übersicht, macht das Spiel breit. Daya, wenn er den besser kontrollieren kann, kann er vielleicht Norton oder Sigurdsson bedienen. Das ist Gerhard, verliert den Ball an zwei Gegenspielern. Das ist Vertonghen, der Abwehrchef. Swansea versucht wieder früh zu stören. Wir werden mal ein bisschen defensiver agieren. Und Evans, den kriegen wir nicht in den Griff. Fernandes trabt dann nur hinterher. Und Titi rückt aus der Innenverteidigung raus, um ihn mal wirklich konsequent anzugreifen. Aber er kriegt keine Unterstützung. Karius dazwischen. De Jong aus der zweiten Reihe. Hat gesehen, dass Karius natürlich aus seinem Tor etwas rausstand. Und jetzt der Wechsel bei Newcastle. Allerdings kommt kein Stürmer, sondern ein Abräumer mit Cheick Tiote. Ivorischer Nationalspieler kommt für Kohlbeck. Sechser gegen Sechser. Also das ist jetzt keine Schlussoffensive, wie man vielleicht hätte vermuten können. Ein Lukaku ist ja immer noch auf der Bank bei Newcastle. Jetzt der Ball auf Sigurdsson, da ja diesmal dazwischen. Wijnaldum. Ungenaues Zuspiel. Deswegen der Rückpass zu Wijnaldum. Unsauber gespielt. Stunde durch. Einwurf Swansea. Und Ballbesitz für Yannick Gerhard. Nathan Dyer. Zurück zu Gerhard. Und trotz des Rückstandes zieht sich Newcastle extrem weit zurück. Jetzt mal der lange Ball auf den schnellen Dyer. Der setzt sich durch gegen Haridara. Flanke allerdings noch im letzten Moment abgefälscht von De Jong. Gegenzug Newcastle. Yamat. Der Außenverteidiger mal mit vorne, aber gleich wieder den Rückwärtsgang eingeschaltet. Dyer. Nächster Fehler von ihm. Ayu. Osako. Oh, geht den Ball doch ein bisschen entgegen. Dann können wir ihn noch perfekt weiterleiten. Osako wieder setzt er nach. Kommt aber nicht dran. Auch der Pass von Dyer. Alles andere hat sicher gespielt. Haidara verfolgt von Sigurdsson. Will Newcastle hier ernsthaft nochmal nach vorne spielen, um den Ausgleich zu erzielen? Es sieht momentan eher nicht danach aus. Wir werden wechseln. Tofolo Junior kommt. Und ich denke, einen der beiden Zentralen werden wir auch mal auswechseln. Barkley. Wieso nicht? Liam Britton, die Vereinslegende. Hat bislang nur im Pokal mal kurz gespielt, glaube ich. In der Ligasaison bislang noch gar nicht. Fernandes nehmen wir auch mal raus. Und bringen McHughes nochmal für ein paar Minuten. Also Dreifachwechsel ungefähr 20 Minuten vor dem Ende. Und ihr habt gesehen, Britton, der gleich reinkommt, wird auch die Kapitänsbinde dann übernehmen von Fernandes. Taylor. Aber Newcastle zieht sich hier wirklich komplett zurück. Natürlich sind sie in Unterzahl, aber irgendwie wollen sie doch hier noch zu einem Punktgewinn kommen, oder? Möchte man zumindest meinen. Gerhard, gut gespielt. Foulspiel am Barkley gibt eine sehr gute Freistoßposition. Und seit kurzem wissen wir ja, dass wir einen sehr guten Freistoßschützen in unseren Reihen haben. Hier ist Foul von Dyer an Ross Barkley. Und jetzt die drei Wechsel. Oh, und Sigurdsson geht ja vom Feld. Es ist irgendwie fast immer dasselbe. Immer wenn wir eine gute Freistoßposition haben, wird Sigurdsson vom Feld genommen. Oder zumindest kurz davor vom Feld genommen. So wie auch hier. Dreifach Wechsel. Sigurdsson hätten wir vielleicht noch einen Moment mit warten können. So, stattdessen Tofolo Junior. Auch gerade eben reingekommen. Der Mann mit den weißen Handschuhen. Hat sich den Ball da geschnappt. Für einen Linksfuß eine sehr gute Position. 21 Meter. Oh, der macht's! Wir haben nicht nur einen guten Freistoßschützen. Tofolo Junior. Erster Ballkontakt. 2:0.
Und der Ball schlägt ein. So platziert, weil er gar nicht geschossen. Durch zwei Newcastle-Spieler hindurch. Die Soko und De Jong drehen sich weg. Und da kann Dalo dann wohl nichts mehr machen. Toffolo Junior. Fünftes Saisontor müsste es gewesen sein. Hat schon im Hinspiel bei Newcastle, sein viertes Saisontor erst, Entschuldigung. Hat schon im Hinspiel in Newcastle getroffen zum 1-0. Hier macht er das 2-0. Keine Minute auf dem Feld. Joker-Tor Nummer 1 in dieser Saison. So, und möchte Newcastle vielleicht jetzt nochmal versuchen, nach vorne zu spielen. Ich glaube schon. Sie kommen nämlich mit Yamat. Und sie kommen mit mehreren Spielern. Wijnaldum, verfolgt von McHughes. Und das klärt der kleine irische Innenverteidiger dann doch ganz gut. Einwurf Yamat. Und wieder McHughes. Oh, das war doch kein Foul. Von McHughes, diesmal nur mit einem Foulspiel, weiß er sich zu helfen gegen Wijnaldum. Was die Körpergröße angeht, ein Duell auf Augenhöhe. Ich wollte nicht auf Zwergenhöhe sagen, denn das wäre irgendwie ein bisschen diskriminierend. Sei es drum, ist die Freistoß für Moussa Sissoko. Der nimmt Anlauf, kommt aber die Flanke. Erstmal rausgeköpft, aber die Chance, sie lebt noch. TOT steckt gut seinen Körper dazwischen, dass Norton nicht drankommt. Aidara, Querschläger, Abseitsposition, okay. Da kam Evans, der Junior-Nationalspieler Englands, aus dem Abseits. Hätte auch durchaus aber Vorteil laufen lassen können für uns. Aber sei es drum, Karius darf den Ball abschlagen und den machen wir mal ganz weit. Ah, ganz so weit wollte ich nicht, aber Dalo kommt raus und schlägt den Ball nach vorne. Und Osako, ich wollte es einfach mal probieren aus dieser Distanz, aber der Ball kommt dann doch nicht auf das Tor von Dadlo, der natürlich einige Meter aus seinem Strafraum entfernt war. Werden wir nochmal auf den schönen Freistoßtreffer von Toffolo Junior, Polganinho schauen. Das war wahrscheinlich die Entscheidung in dieser Party. Aber noch ist nicht Schluss. Wijnaldum kommt nochmal. War das ein Schuss? Also wenn das ein Schuss sein sollte, dann Respekt. Das war exzellent gemacht vom Edeltechniker. Aber ich schätze mal, das sollte eher eine Flanke werden. Etwas verunglückt. Wurde dennoch fast gefährlich für Loris Karius. Den können wir sogar mal kurz machen. McHughes. Und versuchen das auszuspielen. Mit Norton. Mit Dyer. Mit Britton. Langer Ball. Gut gemacht. Osako. Gute Grätsche, Osako setzt nach, kommt aber nicht an den Ball. Britton grätscht ins Leere. Nochmal dagegen zu Sissoko. Nochmal die Chance, aber wieder zurückgelegt. Erik Dyer, letzter Mann. Und er macht wieder den Fehlpass. Taylor dazwischen. Osako, Toffolo Junior musste erst aus dem Abseits raus. Toffolo Junior wollte Britton da schicken. Aber Harry Dara hat ihn geblockt, nachgesetzt von Toffolo Junior. Aber Dalo hat schlussendlich den Ball. Während die Nachspielzeit 3 Minuten läuft. Nach 2 sieglosen Partien startet Swansea anscheinend gut ins neue Jahr. Das letzte Jahr hat ja schlecht geendet, aber das neue beginnt dort oder beginnt so, wie es den größten Teil der Hinrunde gelaufen ist. Dyer wieder unter Druck gesetzt, da von Osako. Und dann dürfte auch gleich Schluss sein. Oh. Und fast noch das 3-0. Toffolo Junior mit dem Lupfer. Ein bisschen zu tief angesetzt. Nach dem riesen Lapsus davon. Dalo, der seinen Fehler aber gerade noch wieder gut macht. Sich nochmal streckt und den Ball nochmal zur Ecke ablenkt. Nachspielzeit dürfte auch gleich vorbei sein. Letzte Aktion im Spiel ist wohl diese Ecke von André Ayew. Rausgeköpft. Nord nochmal. Bringt den Ball nach innen. Klasse Aktion von Gerhard. Und dann ist es doch noch das 3-0. Hochverdienter Heimerfolg
für die Schwäne, die sich wieder zurückmelden. Nach den zuletzt zwei wirklich schwachen Spielen, heute der Sieg gegen Newcastle. Norton auf Gerhard, klasse Drehung und dann Hilf und Tom Harry Darabas. Natürlich nochmal gehörig mit. Hier die Grätsche. Kofun Junior wäre noch am zweiten Pfosten gewesen. Und hätte ihn wahrscheinlich auch gemacht. Von daher, egal. Die einzige Frage, die sich jetzt stellt, zählt das Tor als Eigentor oder wird Gerhard von der FA als Torschütze gut geschrieben? Es wird Yannick Gerhard als Torschütze dieses Tor gut geschrieben. Das freut uns. 3:0. Sechstes Saisontor von Gerhard. Und dann ist Schluss. Swansea schlägt Newcastle United mit 3:0 und baut die Tabellenführung wieder aus. Vor drei Spieltagen waren es 10 Punkte. Dann am letzten Spieltag, am Ende des letzten Spieltages nur noch 5 und jetzt sind es wieder 8. Yannick Gerhard, einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Liga, hat heute wieder getroffen, auch wenn das ein halbes Eigentor war. Aber heute hatten wir natürlich wieder ein bisschen Glück. Natürlich hat uns die rote Karte von Harry Kane mit in die Karten gespielt. Völlig unnötiges Foul von hinten in die Beine von Gerhard. Und so kommt auch unter anderem dieser 3:0 Erfolg am Ende zustande. Tofolo Junior wird zum Spieler des Tages ernannt. Tore von ihm per Freistoß von Gerhard und Sigurdsson. Torvorlagen gab es heute nur eine, nämlich die von Kaye Norton zum 3:0. Endstand, es geht doch. Nach zwei sieglosen Spielen holen wir den nächsten Dreier. Während Chelsea Southampton unterliegt, Redford schlägt Leicester, Tottenham klarer Sieger gegen West Brom und West Ham spielt noch 1:1 gegen den FC Sunderland. So, wir haben noch ein Transferangebot bekommen für Loris Karius. Kann mir das mal einer erklären, warum nur englische Zweitligisten für unsere Keeper bieten? Ich kann es mir nicht erklären, aber egal wer da bietet, Karius ist weiterhin unverkäuflich. Einer der wenigen Spieler, wo ich wirklich immer sage, den wollen wir gar nicht abgeben, egal welche Summe dort geboten wird. So, wir sind ja mitten in der Transferphase, aber ihr wisst es ja, wir gucken nochmal auf den Kalender. Alle drei Tage haben wir hier fast ein Spiel. Das nächste im FA Cup gegen Brighton, den Zweitligisten. Da können wir mal ganz kurz gucken, wo die eigentlich in der zweiten englischen Liga stehen. Zumindest gehe ich mal ganz stark davon aus, dass sie noch in der zweiten englischen Liga spielen. Eigentlich ein Verein mit Ambitionen Richtung erste Liga. Wo sind sie denn? Brighton, nur auf Tabellenplatz 16. Nach 25 Spielen, 8 Siege, 7 Unentschieden, 10 Niederlagen. 26 Tore, 30 Gegentore. Relativ ausgeglichen, also die haben anscheinend aber nichts mit dem Aufstieg in dieser Saison in die Premier League zu tun. Sprich, wir sind natürlich beim nächsten Mal haushoher Favorit. Vor allem, weil wir zu Hause spielen. Und wir haben nur noch 2 Tage Erholungszeit. Das heißt wieder eine Menge Rotationsarbeit für Dani Dattel. Aber jetzt gucken wir erstmal. Jugendspieler löst Vertrag auf. Ach, Josh Powell. Ja, das war einer, der uns nicht so sehr interessiert hat. Von daher halb so wild. Und wir bekommen noch ein Transferangebot für Icardi. Erstmal Spieler verkauft. Oh, und da ist unser Ersatzkeeper auch schon weg. Christopher Nordfeld Richtung Norwich City, die aus irgendwelchen Gründen Torhüter anscheinend sammeln. Und dieser Torhütersammlung hat sich Nordfeld nun angeschlossen. Soll uns recht sein, ein bisschen Geld bekommen wir noch dazu. Und jetzt gucken wir mal, wer wie viel für Icardi bietet. Ajax Amsterdam, Champions League Achtelfinalist. Der Geschäftsführer meint, realistisch wäre zwischen 39,4 und 49,6. Aber ganz ehrlich, da lehnen ja auch einfach erstmal alle Angebote ab. Der Führende der Torschützenliste weiterhin, gehe ich doch mal von aus, oder? Müssen wir mal kurz gucken. Ist er noch der... Ach, können wir jetzt hier gerade gar nicht sehen, weil FA Cup ist. Dann gucken wir nochmal kurz hier. Ja, Icardi führt weiterhin die Torschützenliste an. 12 Tore vor Borini vom Abstiegskandidaten Sunderland und Boni, der auch schon 11-mal für Man City getroffen hat. Holmenson, auch schon häufige Mal auf unserer Wunschliste gestanden, hat für Tottenham schon 10 Tore erzielt. Das rückt also ein bisschen näher zusammen. Aber bevor wir beim nächsten Mal in den FA Cup einsteigen, möchte ich nochmal ganz kurz die Premier League Tabelle nach dem 20. Spieltag zu Auge führen.
Swansea City also wieder mit 8 Punkten Vorsprung an der Spitze oder weiterhin an der Spitze von den FC Arsenal. Die wiederum schon 5 Punkte Vorsprung vor Tottenham und Manchester City. Chelsea auf 5. Dann kommt Sheffield Wednesday auf Platz 6. Punktgleich mit den anderen Aufsteiger Redford. Meine Herren, also die beiden schlagen sich auch richtig, richtig gut. Liverpool nur 8. Man U nur 9. Newcastle fällt auf Platz 10 zurück. West Ham 11. Hat allerdings auch nur 3 Punkte Rückstand zu einem Europa League Platz. Erst danach kommt so ein kleiner Vorsprung von 5 Punkten zu Aston Villa. Und ab Aston Villa fängt eigentlich dann schon die Abstiegszone an. Also die englische Liga momentan in 2 Lager gespaltet. Die eine Hälfte kämpft um die Europa League oder Champions League und die andere gegen den Abstieg. Nottingham immer noch letzter, 9 Punkte. Da gibt es, glaube ich, wenig Aussichten, dass sie das irgendwie noch gerettet bekommen. Neu auf den Abstiegsplätzen West Brom und der FC Sunderland. Everton gelingt also ein großer Befreiungsschlag. Gidas bekennt sich zur FC Porto Mannschaft, okay. Das haben wir auch häufiger gelesen, dass es da Spekulationen um einen Transfer gab. Wird anscheinend aber erstmal nichts. Gut, liebe Leute, das neue Jahr, das Jahr 2020, scheint es hoffentlich gut mit uns zu meinen. Auf jeden Fall sind wir sehr erfolgreich gestartet. Heute das 3:0 gegen Newcastle United. Und beim nächsten Mal steigen wir dann in den FA Cup ein. In der dritten Hauptrunde spielen wir zu Hause gegen den Zweitligisten Brighton. Und wie das ausgehen wird, das erfahrt ihr nur, wenn ihr wieder einschaltet bei Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit am Start. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.